Genau. Welches haben wir denn? Das ist das MemoPad HD7, das neue. Ein 7-Zoll-Gerät mit einer MediaTek Quad-Core-CPU. Auf Android-Basis das Ganze. Und hat also auch zwei Kameras, eine Frontkamera und eine rückwärtige Kamera. Eine matte Rückseite, sodass man da die Fingertips natürlich nicht so stark sieht und dass es auch ein bisschen griffiger in der Hand liegt. Und das Gerät liegt bei 149 Euro, ist ab jetzt im Handel erhältlich und ausgestattet aktuell mit 16 GB Speicher. Anschlüsse? Wir haben hier, mal gerade gucken, hier eine SD-Card, Micro-SD-Card. Entsprechende Lademöglichkeiten und die Micro-SD-Karten werden unterstützt bis zu 32 GB.